Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es wieder ein Vlog. Und heute lasse ich mir ein Tattoo stechen. Und die liebe Mary wird mich heute begleiten. Und ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Ist die süße Maus. Hi. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Kerpen. Auf geht's. Wir haben uns jetzt was Leckeres bei Max bestellt. Genau, jetzt geht's weiter nach Kerpen. Also. Und ich freue mich. Mary freut sich auch. Ja. Ich glaube, noch 45 Minuten. Noch 45 Minuten, dann sind wir bald da. Oh, ich bin aufgeregt. Ein ganz kleines Problemchen, denn wir wissen nicht, mit welchem Super wir tanken sollen. Weil es gibt drei verschiedene Arten. Einmal Super E10, Super 100 und Super 95. Und deswegen fragt jetzt Mary nach. Meine, wir sind jetzt da. Ich freue mich richtig. Mary packt noch gerade ein und dann geht's los. Ich hatte auch schon das Motiv drauf und jetzt geht's gleich los. Und wie ist es, Juma? Das ist super. Mein Schmerzempfinden gleicht einer 2 von 10. Sehr gut. Sehr gut. So, wir machen jetzt Pause. Ach, ich will noch nicht bewegen. Danach geht es dann so 10 Minuten weiter. Und ja, es brennt ein bisschen, aber der Schmerz geht, hält sich aus. Mit Snacks geholt, ne? Ja. Muss auch sein. Natürlich. Ich
du lässt mich jetzt weiter tätowieren und Mary möchte ihren Freund verarschen und lässt sich hier ein Stencil mit David, also als mit Davids Namen, oh mein Gott, mit dem Namen ihres Freundes. Ja, mein Freund ist nämlich gerade nicht zu Hause und ich hatte mir das überlegt, dass ich ihn ein bisschen verarsche. Und da ich sehr romantisch bin, wird er mir das bestimmt abkaufen und dann sehen wir gleich mal, was passiert. Ich freue mich. Ich finde es so gut. So, den ersten Prozess des Tätowieren kriegst du schon mal mit. Ja. Irgendwann wird es dann wahr. Also hoffentlich nicht der Name. Das Tattoo gleich der Name von Freund. Ja. Das ist immer so beste Idee. Ja. So, auf geht's. Und, freust du dich? Ja. Ja. Zeig mal her. Das ist doch verlaufen. Das ist nicht schlimm. Das kann ruhig verlaufen sein. Das, du setzt dich gleich hier hin und du packst einfach mal eine Tattoo-Maschine mit den Handschuhen. Und dann tust du so und dann schickst du ihm das so ab. Ja. Das ist ja vielleicht auch noch so ein bisschen verschmiert von der Farbe. Ja, es ist sehr gut. Ja, weil du musst das Foto gleich machen. Das ist so genial. Das ist so geil. Das ist so genial. Hä, ja, wie geil ist das bitte? Das ist so genial. Ja. Ich weiß, wo du bist dann auch. Genau. Ja. Du musst auf mich zurück. Du musst ja nicht tun, als ob. Ja. Ich glaube, ich bin hier, weil die Nase ist halt richtig, aber das ist nur so. Warte mal. Kein Mensch würde ich so tätowieren. Nein, wieso denn nicht? Willst du sowas reinstecken? Ja, ja, genau so. So, dann mache ich das gleich, das Foto, und blende es euch natürlich ein und dann schickst du es. Das wird genial. Das ist das Witzigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Nice. So, wir haben es jetzt gemacht und ich blende euch dann gleich den ganzen Shit ein. So, ich bin jetzt eingepackt. Jetzt packe ich gleich meine Sachen zusammen und dann fahren wir auch. Und auf der Rückfahrt erzähle ich euch dann nochmal kurz meinen Einblick. Es war total zufrieden. Aber ich meine, ihr habt ja auch im Laufe des Videos mitbekommen, es ist richtig schöne Atmosphäre, es ist richtig schön hier. Also ich bin total zufrieden. So, wir sind back im Auto, wir fahren jetzt gleich los und machen dann währenddessen Deep Talk, es wird entspannt. So, erstmal dein Eindruck dazu. Ja, also richtig gut. Die Tätowiererin war voll nett und voll professionell und ist halt voll die Künstlerin. Ja. Also so krass. Ja. Total. Nee, sieht richtig gut aus. Ich bin recht neidisch. Ja, also ich fand's auch, sie ist eine super liebe Person und echt krass. Eine krasse Künstlerin. Und ja, ich bin total zufrieden. Die Atmosphäre war mega. Ihr habt ja auch gesehen, das Tattoo-Studio sieht super aus. Also ich bin total zufrieden. Die Azubis
sind auch super lieb. Ja, und ja, also das ist in Kerpen und vielleicht kennen die ein oder andere die Tätowiererin. Hier, ne, Frau Ringrich, hat er geschrieben. Ich habe gesagt, er soll was Nettes sagen, weil die Tätowiererin sonst traurig ist. Und er sagt, fällt mir schwer, ich denke, du weißt, was ich von seiner Tätowierung halten würde. Ah, okay, ihr habt es auf jeden Fall schon gesehen. Das ist so genial. Ja, okay, bin gespannt, was sie antwortet. Wie gesagt, ihr habt sie ja vorher schon gesehen. Ja, wo war ich? Genau, es ist in Kerpen. Ich verlinke euch unten natürlich auch ihr Instagram, hier auch natürlich, und auch ihre Adresse. Und ja, ich bin total zufrieden. Sie macht immer individuelle Tattoos, also sie geht sehr auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ein, also total verliebt. Also sie nutzt da wirklich einen ganzen Tag für, um dir einfach eine perfekte Zeichnung zu machen. Und ja, ich bin total zufrieden. Aber jetzt würde ich nicht weiter reden und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Das war's nämlich jetzt mit meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Denn jeden Donnerstag und Sonntag, 14 Uhr, kommt ein neues Video online. Und Montag und Dienstag um 12 Uhr ein neues Short. Deshalb folgt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich Luberli, da poste ich regelmäßig Stories, ne, Tanzvideos, Fotos. Folgt Mary, meine beste Filmerin und geilste Begleitung auf Instagram. Das verlinke ich natürlich auch in die Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!